Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial Pack. Wir haben letzte Folge das normale Wasser, das was stillsteht, gezeichnet und heute werden wir das Fließende machen. Dazu gehen wir in Assets, Minecraft, Textures und Blocks. Gut. Und vielleicht fällt euch auf, dass der Bildschirm riesig fett ist. Das liegt daran, dass ich jetzt einen neuen Bildschirm habe und dass ihr wirklich jetzt Full HD meine Videos gucken könnt, zumindest die Tutorials. Und vorher war es ein bisschen kleiner und jetzt ist größer geworden. Der Bildschirm und das Bild und 1080p. Ja, gut, also ist auf jeden Fall besser für euch. Jetzt könnt ihr nämlich mehr erkennen und so weiter, wollte ich mal gesagt haben. Im Blocks-Ordner gibt ihr dann in die Suche Water ein und dann wollen wir heute Water Flow machen. Das erste, was wir machen werden, ist mal gleich die .mcmeter-Datei, die öffne ich jetzt mal. Denn hier müssen wir gleich die Animation reinschreiben. Und dazu kopiere, öffne ich auch die Still, die was wir schon gemacht haben. Edit with Notepad. So, dann kopiere ich mir einfach mal den Code hier, STRG C, und gebe dann bei waterflow.png.mcmeter ein. Und da speichere ich dann ab und dann war das schon mit der mcmeter-Datei. Jetzt öffnen wir mal waterflow und waterstill mit paint.net. So, ich muss das jetzt alles natürlich rüberschieben. Genau. Und dann noch waterstill mit paint.net. Gut. Dann haben wir das alles geöffnet und das erste, was wir mal machen werden, ist hier mal die Auflösung ändern. Wir machen das jetzt, wir machen das, indem wir ein neues Bild machen. 32, da ja die Wassertextur doppelt so groß sein muss, keine Ahnung warum, steht in der Wikipedia. Da ist einfach statt 16 Pixel, wenn ihr ein 16x16 Visus Pack habt, müsst ihr das 32x32 groß machen, da das dann alles doppelt groß ist, obwohl es gleich groß dann ist am Schluss. Also ihr habt 32 Pixel gezeichnet, obwohl es dann 16 sind. Genau, also werden wir 32 statt 16x256, 32x512 machen. Okay. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Macht das einfach und dann passt das schon. So, jetzt kopieren wir mal das ganze Water Still, STRG A, STRG C und hier dann STRG V in der Water Flow Datei. Gut, da werde ich jetzt mal gleich einen Effekt nutzen und zwar den Bewegungsschärfe-Effekt. Das erste, was ich machen werde, ist den Winkel auf minus 90 Grad stellen, damit der es dann nach unten guckt, weil. Ist klar, minus 90, weil ja das Wasser nach unten fließt. Also, beziehungsweise soll das Wasser nach unten fließen und nicht zur Seite irgendwie, wenn ihr das jetzt irgendwie zeichnet, ja. Die Distanz, die werde ich auf 2 stellen und dann haben wir schon einen Bewegungsschärfeneffekt. Das heißt, es fließt schon mal, hat auch eine Animation, aber es steht still, obwohl es fließt, sozusagen, ja, genau. Und das, was ich jetzt noch machen werde, ist hier, ja, gar nichts, gut. Und ich gucke jetzt hier nochmal schnell. Gut, ja. Es klappt noch recht. So, dann werde ich das jetzt gleich mal speichern. Also Datei speichern unter. Dann gehe ich hier mal zu W und A. Das ist nach dem Alphabet geordnet. W und A Flow markiere ich mir. Speichere das und möchte das natürlich ersetzen. Okay. So. Jetzt können wir die Still-Worte eigentlich schon schließen. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir zoomen das erstmal ran hier. So. Gut. Und jetzt müssen wir nämlich hier noch dieses Eck hier markieren und nochmal hinzeichnen. Denn hier fehlt ein Pixel mit Bewegungsschärfe. Tut mir leid. So. Jetzt werde ich das nochmal speichern und markiere mir mal das 32x32 Feld. So, wenn ich das markiert habe, ich zoome hier mal etwas weiter weg, so genau, das erste Bild werde ich lassen, dann markiere ich mir das zweite Bild, wieder gucken, dass es 32x32 ist, dann werde ich die letzte Zeile jetzt markieren, STRG X machen, oder? Wie mache ich das jetzt am besten? Na, warte mal. So. Boah, gut. Ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich mache mir jetzt ein neues Bild.
da wo die Breite 32 Pixel sein wird und die Höhe 1. Denn ich werde jetzt hier diesen Streifen, den ich mir markiert hätte, eigentlich reingezogen. So. Gut, das ist das Bild und hier dieser Streifen, Steuerung C und den hier einfügen. Gut. Jetzt markiere ich mir nochmal das 32x32 Feld. Und werde, oder beziehungsweise ohne den Streifen unten, also 32x31. Steuerung. Ja, und dann werde ich hier ausgewählte Pixel verschieben. Eins nach unten. So. Und das, was ich hier reinkopiert habe, nochmal kopieren und dann hier oben einfügen. So. So, weiter geht's nach einer Unterbrechung. Und wir waren stehen geblieben, dass wir den unteren Pixel nach ganz oben geschoben haben. Gut. Es müsste jetzt eigentlich hier ein 32x32, genau. Jetzt kopieren wir diese 32x32, also markieren die mal und werden hier den untersten Pixel. Ja, wir müssen das jetzt so machen. Oh ja, das ist natürlich doof. Wir müssen jetzt nämlich der. Warte, ich überlege gerade. Ja, da müssten wir beide markieren. Steuerung C. Und am besten werde ich jetzt das so machen, wenn ich 32 mal 64 einfach mal 16 mache. So. Kopiere ich beide rein. Einfach so mal als Zwischenspeicher, denn das kann ich ja nicht wegmachen. Und werde diese dann hier oben einfügen. Aber zuerst werden wir das mal runterrücken. Ohne die beiden, das heißt hier, ab hier. Das rutschen wir runter, indem wir Pixel verschieben hier annehmen. 1, 2. Und hier oben kommen dann die hier hin. Steuerung C, Steuerung V. So. Okay, dann werde ich noch mal kurz zurück. Gut, wieder zurück. Wir waren hier. Also das ist hier jetzt ganz oben. Dann sind wir jetzt genau hier. Okay. So, jetzt markieren wir uns mal das hier. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Und zwar, wenn das jetzt ganz unten ist, die letzte Zeile, dann müsste die dann ganz oben... Ja, das passt eigentlich. Das heißt, wir markieren jetzt die drei untersten. Das sind schon vier. Steuerung C und Steuerung V, wenn ich das zuerst zurückgängig mache. So, gut. Dann werde ich den Bereich, das heißt 32 mal minus 29, minus 3 sind 29, den Bereich werde ich zurückrutschen, das war im M, genau. 1, 2, 3 und hier kommt dann unser Zwischenspeicher rein, unsere anderen drei Pixel. So, markieren wir das wieder. Dann markieren wir den Bereich, das ist dann das nächste. Ich mache mal hier Steuerung S für Speichern. Gut, hier müssen wir jetzt 3, 4 markieren. Oh Mann. So. Das sind jetzt 5, verdammt. Steuerung C. Und hier. Hopp. Warte, das war eine 3, das mache ich weg. Und hier Steuerung V als Zwischenspeicher wieder. Dann markiere ich mir 28, genau. Die werde ich wieder nach unten rücken mit den Pfeiltasten vielleicht. 1, 2, 3, 4. Steuerung C und hier Steuerung V. So. Dann hätten wir das Feld. Dann markieren wir das nächste. Und hier werden wir jetzt 5 gleich markieren. 1, 2, 3, 5, 6, 5. Steuerung C und hier fügen wir das ein. So, und 32 minus 5 wären dann 27. Das werden wir wieder nach unten schieben. 1, 2, 3, 4, 5.
Und bei die 5 Milliarden Pixel kommt dann das hin. Gut, das kann ich gleich wegmachen. Okay. Dann kommen, dann markieren wir wieder den Bereich 32x32. Und dann den Bereich wieder markieren, 32. Und jetzt markieren wir 6 Pixel. So. Steuerung. Ja, ich überlege gerade was. Ja, passt schon. Steuerung C und hier dann Steuerung V. Gut, ja, dann kommt der 6 Pixel nach unten. Und minus 6 wären dann, ja, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann Steuerung C, Steuerung V wieder hier einfügen, ne? Kennt ihr, ja. 32 mal 32 und 32. Und hier dann 7 markieren. Steuerung C und hier fügen wir das ein. So, dann wird das wieder nach unten markiert. Geschoben 25. So. Oh, jetzt habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Steuerung C und Steuerung V. Perfekt. Dann hier 32 mal 32. 32. Und hier werden dann 8 markiert. Steuerung C und einfügen. So. Dann minus 8 wären es dann 24. 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt dann wieder das hier rein. So. Markieren wir wieder 32 mal 32. Und so. Hier werden dann 9 markiert. Das füge ich dann wieder hier ein. Dann 32 minus 9 sind 23. M1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier kommt dann wieder das Feld hier rein. Steuerung C und Steuerung V. So, dann hier 32 mal 32 markieren. Hier wieder 32. Dann 10. Genau, Steuerung C und hier wieder einfügen. Zack, zack. Dann minus sind dann 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Steuerung C und Steuerung V und einfügen. So. Wieder 32 mal 32 markieren. Und hier unten auch. Und hier wären es dann 11. Steuerung C und so, dann wären das jetzt 21, wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, damit das dann hier reinpasst. Und hier markieren wir wieder 32, hier auch 32 und hier dann 12, Steuerung C und hier einfügen. So, dann werden wir, minus 12 sind dann 23, ja. Oh, scheiße. So, gut, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, einfügen. Oh, Mist. Dann markieren wir mir wieder die 32 mal 32. Hier unten dann auch wieder. Hier werden dann 13 hochgezählt. Steuerung C und Steuerung V. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier kommt dann wieder das hier rein. Und ich speichere mal ab. Steuerung S. 32. Und hier auch. Hier werden dann 14 hochgezählt.
oder? 14, ja. 14. Steuerung C. Und hier einfügen. Hier markieren wir dann 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Steuerung C und Steuerung V und gut. 32. Und der Rest. Hier markieren wir dann 15. Steuerung C. Und dann wären das 17 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, geht sich genau aus. Perfekt ist das. Und speichern. Und dann hätten wir das. Und dann mal gucken, wie das im Spiel aussieht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Und ja, mal gucken. So, jetzt sind wir auch schon im Spiel. Und erstmal was zu der Textur. Mir ist was aufgefallen. Normalerweise dürfte das hier nicht 32x32 Pixel haben, sondern 16x16. Ich habe das versucht zu lösen, ich habe aber alles richtig gemacht. Keine Ahnung, der löst das jetzt halt doppelt so hoch aus. Naja. Aber, und bei dem ist es genau dasselbe. Mit fließendem Wasser stimmt das aber. Naja, sie ist komisch, sieht komisch aus, aber es dürfte eigentlich nicht sein. Das müsste eigentlich auch 16x16 sein. Müsste eigentlich normalerweise so sein. Ich mache hier eben mal Time, ja, Z0. So, gut. Und wie ihr es schon seht, das fließende Wasser sieht richtig geil aus. Und perfekt vor allem. Also der Bewegungsschärfeneffekt passt. Und zum Fließen haben wir es auch gebracht, indem wir das einfach von unten raus kopiert haben und oben wieder eingefügt. Und das passt jetzt. Wasser ist abgeschlossen. Und ihr könnt mir natürlich wieder weiteres in die Kommentare schreiben, was ich machen soll, aber die To-Do-Liste ist jetzt schon so groß geworden. Aber ich sage jetzt auch mal was zum Feuer, denn einige haben geschrieben, Feuer, wenn man brennt, und Feuer, wenn das normale Feuer, ne? Also das normale Feuer sieht genauso aus, wie wenn man dann brennt. Also wenn ein Spieler brennt. Das heißt, wenn ich jetzt die Feuertextur unsichtbar machen werde, werde ich zwar brennen, obwohl ich kein Feuer sehe, wenn ich selber brenne. Also das ist genau dasselbe. Also gibt es keinen Unterschied, aber mal gucken, vielleicht mache ich es das nächste Mal. Wenn ich Zeit habe. Na okay, dann. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Wasser ist wie gesagt abgeschlossen. Lava können wir auch jederzeit machen. Wollte aber noch keiner haben. Und dann schauen wir bis zum nächsten Mal.